Ich bin ein Geograf. Ich habe ein Masterstudium in GIS gemacht an der Universität Zürich. Und momentan arbeite ich als selbstständiger Programmierer, Tauchlehrer und Skilehrer als Ergänzung, damit es schön bleibt. Und ja, ich werde euch heute kurz erzählen, was GIS, also Quantum GIS, was es ist, einen Slide, wirklich ganz, ganz kurz für die, die es noch nicht gehört haben. Danach werde ich erklären, was ich alles gemacht habe mit QGIS und Android, und am Schluss zeige ich euch noch vielleicht eine Live-Demo, oder sonst habe ich halt Backup-Videos, falls die Live-Demo den Live-Demo-Effekt erlebt. Also QGIS ist auch ein Open-Source GIS-Software, der verschiedene Versionen hat, die gleiche Version, die eigentlich auf Linux, Unix, Mac, Windows, neuerdings Android läuft. Und es besteht aus der Desktop-Version, es gibt einen GIS-Server, neuerdings auch einen GIS-Web-Client und eben, was ich euch auch mehr im Detail erklären werde heute, über das Android. Also, als Erstes, warum Android? Warum Mobiles? Ja, weil manchmal müssen wir einfach arbeiten, aber wir sind nicht gerade im Büro oder wir wollen nicht im Büro sein oder wir haben irgendwas zu tun, das sich schneller erledigen lässt, wenn wir das direkt im Feld machen. Oder weil es auch immer unsere Stromstecker einfach zu weit weg ist und geht es einfach nicht. Deswegen haben wir entschieden, mal was Mobiles zu machen. Sehr, wenn man das sehr im Arbeitswelt anschaut, denn das Arbeiten im Gelände funktioniert nur, wenn man etwas Leichtes hat, Bequemes hat. Man kann natürlich schon mit einer kompletten Workstation rumlaufen, die so mit so einem Tisch, man hat die Bilder gesehen vor ein paar Jahren, hinten hat man noch so eine Batterie im Rucksack gehabt. Heutzutage gibt es sowas oder sowas, die leicht sind und sehr bequem sind zu bedienen. Zusätzlich bieten uns diese Geräte auch Möglichkeiten zum automatisch Georeferenzieren und die Azimut zu kriegen, können wir Berechnungen durchführen, die abhängig sind von wo wir uns momentan befinden. Und eben, wie ich schon gesagt habe, es erlaubt uns, außerhalb unserem Büro zu arbeiten. Ich habe vorher kurz erwähnt, es gab ja schon mal mobile Geräte, es gibt Laptops, es gibt schwerere Sachen. Heutzutage gibt es aber diese Tablets, die sehr verbreitet sind, zu angemessene Preise. Man kann sich so ein Tablet für, glaube ich, 400 Euro kaufen. Die haben erstaunliche Performance. Die haben einen sehr guten Batterie. Die haben eben, wie ich schon gesagt habe, GPS, Kompass. Man kann sie mit Finger bedienen. Man kann sie mit Stifte bedienen. Und was extrem wichtig ist für die, die wirklich im Feld arbeiten, ist, dass es nächstens sollten auch Tablets kommen, die wirklich auch rugged sind, also so resistent. Wenn sie im Wasser stürzen, dann ist es auch weniger ein Problem. Sollten in die nächsten Monate sollte das erste Modell rauskommen. Android ist modern. Es gibt viele Entwickler, die sich immer mehr am Android-Entwicklung widmen. Es gibt viele Leute, die sehr gut rauskommen bei Android und deswegen auch die Entwicklungssituation am Android-Welt läuft sehr schnell. Es läuft immer etwas. Wie haben wir uns entschieden, mobile zu gehen, also mit unseren Händen? Wir wollen zuerst mal Tablet nehmen können, wir wollen mal rausgehen. Und wir haben für eine Strategie entschieden mit zwei verschiedenen Versionen. Die erste Version habe ich letztes Jahr im Mai angefangen,
als Teil eines Google Summer of Code Projekt und danach immer weiterentwickelt. Also mit dem Summer of Code Projekt war ich Ende August fertig und danach habe ich an diese Version weitergearbeitet als Freelance-Teil und Teil einfach in meiner freien Zeit. Diese Version ist die 1:1-Portierung des Kugis Desktop auf ein Android-Tablet. Es funktioniert auch auf kleineren Geräten, so 4 Zoll Bildschirme, aber es ist nicht dafür gemeint. Also die Version, die momentan existiert, ist für solche Geräte gedacht. Funktioniert auch auf Samsung Notes, wie Andreas gerade hier vor mir schön am Betrieben ist. Aber die Bildschirmgröße ist noch ein bisschen ein Problem mit dieser Version. Aber wenn ihr ein 10,1 Zoll Bildschirm, also Tablet habt, dann funktioniert die tadellos. Später, wenn diese Version richtig funktioniert, also richtig funktioniert, die funktioniert schon richtig jetzt, aber wenn sie wenn die letzte Feature noch implementiert werden, ist die Idee, dass man eine zweite Applikation erstellt, die kleiner ist, die eine kleinere GUI hat, die eine optimierte GUI hat für kleinere Geräte. Mit dieser neuen Version wird man nicht alles machen können, was man mit der anderen Version machen kann, aber wird man es wirklich einfach machen können, auch auf Smartphones, also im Sinne von, man geht raus mit dem kleinen Telefon und man kann direkt Daten erfassen, man kann eine Karte anzeigen, man kann WMS-Daten zeigen. Kurz zu den Technologien. Kugis basiert auf Qt, C++, CMake, x verschiedene Libraries, Android ist Java und Ant. NDK ist die Tools, die man nutzt, um C++-Sachen im Android zu entwickeln. Und Necessitas ist das Qt, also Qt-Port auf Android. Also es ist ziemlich komplex, was die Erstellung der Bild angeht, aber für Users eigentlich, es ist so, dass man nur einen APK downloaden muss und installieren, wie mit jeder anderen Applikation für Android, wie man sich dran gewöhnt ist. Es ist noch nicht in der Market, weil es noch alles im Alpha befindet, aber es wird angestrebt, dass es im Market kommt. Die wichtigste Limitierung, die es momentan gibt, ist es, dass es noch keinen Python-Support hat. Kugis hat ein großes Ökosystem an Python-Plugins. Und leider haben wir noch keine PyQt-Portierung für Android. Falls jemand interessiert wäre, das zu sponsoren, wäre extrem nützlich für die ganze Community. Dann gibt es noch keinen SSL für PostGIS-Verbindungen. Das sollte sich einfach beheben lassen. Die Version, die momentan verfügbar ist, ist eine Debug-Version mit noch keine Optimisierungen. Also der Hardware wird noch nicht wirklich optimiert ausgenutzt. Also unsere Geräte könnten noch viel schneller arbeiten, sobald ich mich noch daran kümmern kann. Und dennoch ein paar andere kleine Probleme, die man im Bugtracker finden kann. Ich werde euch nachher zeigen, wo es sich befindet. Wie funktioniert es momentan? Ja, momentan, wie ich gesagt habe, man kann auf android.kugis.org gehen, dort einen Installer herunterladen, sind etwa 60 Kilobyte. Ist eine kleine Applikation, die, jetzt kann ich euch gerade zeigen, ist eingefroren. Freeze. Danke vielmals. Okay, ist eine kleine Applikation, die einfach fragt, welche Version wir wollen. Man kann immer auswählen, ob man, also als Default wird die letzte Release immer empfohlen. Und man kann aber auch andere Versionen, wie zum Beispiel die Nightly, also eine Version, die jede Nacht neu auf dem neuesten Stand gebaut ist. Man kann das auswählen, installieren.
den braucht eine Weile. Das Kugis-Paket ist etwa 70 Megabyte schwer, abhängig von welcher Version ihr nehmt. Beim ersten Lauf gibt es eine Art Installation, wo verschiedene Files rumverschoben werden. Dann wird noch gefragt, ob man eine zusätzliche Applikation installieren will, also will, muss eigentlich. Ministro 2, das ist eine Applikation, die eigentlich die ganze Qt-Bibliotheken für Android managt. Und schlussendlich wird Ministro alle Qt-Libraries downloaden, die benötigt sind, und QGIS startet. Das ist nur beim ersten Mal. Alle danach folgenden Runs werden direkt eigentlich gestartet. Also es wird überprüft, ob es neue Qt-Libraries gibt. Und wenn es keine gibt, dann wird einfach gestartet. Ich habe vorher erwähnt, es gibt einen Bug-Tracker, auch auf android.qgis.org. Dort könnt ihr auf Bug-Tracker klicken. Das ist die aktuelle, also es war gestern Abend, den aktuellen Stand. Es gibt etwa 10 offene Issues, also nicht extrem viele. Es gibt keine, was mich extrem freut, keine High-Priority. Issues. Man könnte Python als High-Priority drin tun, aber ja, ich weiß nicht so fest, wie man angehen soll mit Python momentan. Gut, jetzt, was kann QGIS momentan, also auf Android? Grundsätzlich kann QGIS auf Android alles, was QGIS auf Desktop kann. Ihr seht hier links, man kann PostGIS, Spatialite, Shapefiles, WFS, Raster und WMS alle darstellen. Auf der rechten Seite habt ihr gerade gesehen, ich habe gerade ein Projekt gestartet, wo man einen Mix aus auch Spatialite, Shapefiles, WFS und noch einen Raster, den ich noch nicht eingeschaltet habe, darstelle. Zusätzlich kann QGIS den GPS nutzen, der sich im Gerät befindet. Seht ihr hier auf die linke Seite. Und ich habe noch einen kleinen Plugin geschrieben, der die aktuelle, ihr seht hier, also ihr könnt auch immer die aktuelle Nordposition anschauen. Ups, Touch Controls, das ist ein Video, den zeige ich euch live, ist viel schöner. Wie man es bedienen kann, ganz einfach, Pan ist eigentlich, wenn ihr ein Android-Gerät habt und mit Google Maps zum Beispiel gewöhnt seid, dann funktioniert es genau gleich. Also Pan ist mit Ziehen. Zoom kann man mit Pinch. Was gibt es noch? Double Finger Tap zum Rauszoomen. Das Doppelklick zum Reinzoomen funktioniert noch nicht super, aber sollte. Also ich werde mal pinchen, funktioniert viel besser. Genau. Man kann es mit Stifte bedienen. Funktioniert auch ziemlich gut. Man kann auswählen, bekomme ich die Attributen. Wenn ich einen Rechtsklick brauche, muss ich mit links machen, dass ihr besser seht, muss ich einfach länger klicken. Langklick kann ich bewegen, kann ich in Properties, also ihr seht, es funktioniert auch ziemlich schnell. Gut, Touch Controls. Gut. Warum würde man sowas brauchen oder was wäre so ein Use Case, den wir haben? Wir haben zum Beispiel eine zentrale Datenbank, PostGIS. Wir haben auf unserem Tablet eine 3G-Verbindung, gehen raus und können automatisch
direkt an unseren PostGIS-Datenbank arbeiten, kommen zurück im Büro und ist schon alles auf den neuesten Stand. Das wäre, falls ihr eine 3G-Verbindung habt. Falls ihr keine 3G-Verbindung habt, kann man durch einen Plugin, der existiert, der Offline-Plugin heißt, kann man zuerst mal den ganzen PostGIS-Datenbank auf einem lokalen Spatialite-Datenbank speichern, damit arbeiten im Feld, zurück im Büro und wieder das Ganze aufspielen und aufs nächsten Stand, also unseren zentralen Datenbank aufs nächsten Stand bringen. Wenn mal Python unterstützt wird, gibt es, wie ich schon gesagt habe, viele verschiedene Plugins, die zur Verfügung stehen. Einer davon wäre den Versionierung-Plugin, mit dem man könnte verschiedene Leute gleichzeitig ins Feld schicken und dann im Büro wieder alle Probleme erheben. Was ich als Pläne habe, ist mal SSL unterstützen, das sollte nicht so kompliziert sein. Die Bugs zu fixen, die im Bug-Tracker sind, Python-Support und eben die neue UI für die Mobile-Version. Das ist übrigens auch ein Vorschlag für einen diesjährigen Google Summer of Code. Was ihr als Nächsten machen könnt, ist eine Version für euch, also falls ihr so ein Tablet habt, geht mal auf android.kugis.org, download den Installer, installiert eure Version, spielt damit, gebt mir Feedback, lasst mir wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich habe nur einen Tablet zur Verfügung, kann nur auf dem Tablet ausprobieren, aber bekomme immer wieder Feedbacks von anderen Leuten, die andere Tablets haben. Oder geht auf opengis.ch, da blogge ich immer über, was genau passiert, weil ein neuer Release gibt und so weiter und so fort. Ich habe noch eine kurze Computer. Habt ihr Fragen soweit? Gut, dann zeige ich euch mal ein paar. Vier habe ich noch. Zwei. Oh, gut. Ich denke mal, du leitest langsam schon über in die Fragestunde, Frageminute. Frage Hast du noch ein Demo zu zeigen gerade? Ich kann es laufen lassen. Den großen Teil habe ich. Ich wollte nur noch zeigen, wie es mit PostGIS funktioniert. Also hier sieht. Pause. Ihr seht zum Beispiel hier, man kann bei QGIS Custom Forms, also man kann ein Formular erstellen, damit das Dateneingabe in eine Datenbanktabelle besser aussieht. Zum Beispiel, da habe ich jetzt mal für einen Restaurant Guide gemacht, irgendwie mit, wo man Name, Typ des Essens und eine Bewertung gibt, einfach mit einem Slider anstatt nur Nummer eingeben. Das wird nachher automatisch von QGIS auf die Tabelle gespeichert. Jetzt sieht das Video ist schneller als die aktuelle Geschwindigkeit eigentlich. Das sind Videos, die. Voilà. Ich bin nicht so schnell im Tippen. Also ihr seht, jetzt bin ich am Tablet, jetzt speichere ich, jetzt bewegt sich alles und das ist mein Laptop, also mein Computer und ihr seht, jetzt triggere ich einen Refresh und eigentlich direkt über die gleiche Datenbank habe ich die Daten live auf dem zentralen System. Ich habe noch als letzten, damit es euch wirklich schlecht wird, einen live beim GPS-Tracking funktioniert auch. Ich sitze rechts, also jemand anderes ist am Fahren. Es war ziemlich schwierig, aber es funktioniert. Danke vielmals fürs Zuhören und